Helmut, es ist unglaublich, wie viele Freunde du hast. Wirklich, ich muss sagen, wow. Aber schau mal, ich habe was mitgebracht. Da haben schon einige ganz liebe Sachen geschickt und dir zum Geburtstag gratuliert. Ist lieb, gell? Aber mich wundert's nicht. Du hast ja schon so vielen Menschen, jung und alt, so viele tolle Sachen beigebracht. Natürlich kenne ich Helmut, den habe ich in meiner Kindheit das ein oder andere Mal angesehen im Fernsehen. Aus dem Fernsehen? Ja, und von Erzählungen. Na sicher, Helmi, von früher noch, ganz früher, wie ich ein kleines Kind war, kenne ich es noch. Ja, aus dem Fernsehen. Der steht in erster Linie für Sicherheit. So Verkehrserziehung. Über verschiedene Verkehrssicherheitssachen, also wie man sich verhalten soll, was man tun soll, was man nicht tun soll. Ja, Kindern spielerisch beibringen, die Verkehrsregeln. Auch für meine vier Kinder. Und die haben es mit Begeisterung angeschaut. Er hat mir beigebracht, dass ich mich immer anschnall, wenn ich im Auto sitze. Beim Zebrastreifen zu schauen. Genau, ja. Einen Ball nicht auf die Straße hinterher zu laufen. An den Hund kann ich mich erinnern. Ich glaube, da war ein Hund auch mal dabei. Im Ufer war ein Hund dabei. Ja. Voll. Mir hat er beigebracht, dass man eine Stunde warten soll vorm Schwimmen, wenn man was gegessen hat. Das, an die Folge kann ich mich noch erinnern. Ja. Art von Helm tragen, oder? Genau. Ja. Es war natürlich eine nette Figur. Sehr lustig, sehr sympathisch. Weil er immer lächelt. Ein bisschen komisch ausschaut, würde ich schon sagen, mit seinem rot-weiß-roten Helmchen. Ich wünsche ihm weiterhin ganz viele gute Einfälle. Ein gesundes Weiterleben ohne Unfälle. Alles Gute. 40 ist man ja noch jung. Du musst an. Augen auf. Auf, Ohren auf. Helmi ist da.